Es ist Freitag, es ist Zeit für Community Time auf meinem Kanal. Und Leute, wisst ihr was? Heute möchte ich mit euch über ein Thema diskutieren. Wie sieht die Zukunft aus? Auf meinem Facebook-Profil habe ich euch gefragt, was denkt ihr, wie die Welt in 10 Jahren ausschaut? Besser, schlechter? Wie steht ihr da? Was macht ihr? Und ihr habt mir verdammt viel Feedback gegeben, allerdings sehr viel krass Negatives. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie pessimistisch ihr in die Zukunft schaut. Ein paar Meinungen bringe ich euch jetzt mal an den Start, könnt euch anschauen. Und es wäre toll, wenn ihr euren Senf und eure Sichtweise auf die Zukunft, was in 10 Jahren ist, einfach in die Kommentare hier packt. Denn ich finde sehr, sehr schade, dass wirklich so pessimistisch drauf geschaut wird. Anna schreibt, ich hoffe, dass ich in 10 Jahren gesund bin und dass ich als Polizistin arbeite und berühmt mit Hip-Hop bin und dass ich vielleicht eine Familie habe. Besser oder schlechter, das wird man sehen. Ich wünsche dir zuerst mal, liebe Anna, alles Gute für deine Zukunft. Polizistenprüfung ist echt hart. Die Besten der Besten werden Polizisten. Das kenne ich von ein paar Kollegen hier, auch im Büro, die das mal gemacht haben. Da sind krasse Wissenstests und Sporttests nötig, also viel Erfolg da. Ich könnte das nicht. Respekt davor. Ich finde es nur sehr, sehr witzig, dass du zusätzlich zu deiner Polizistenausbildung auch berühmt werden willst mit Hip-Hop. Also ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen auf der Leitung stehe, aber ich finde, irgendwie widerspricht sich das. Ich hoffe nicht, dass sich das widerspricht. Also viel Erfolg dabei. Vielleicht wirst du ja auch die erste rappende Polizistin Deutschlands. Viel Erfolg dabei. Patricia, in 10 Jahren sind die Zombies schon da. Nein! Ah, keine Zombie-Apokalypse. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was macht man bei der Zombie-Apokalypse? Helft mir, sagt es mir. Was muss man machen, damit man sie überlebt? Ich habe mega Angst davor. Aber ganz ehrlich, wir wissen doch alle, es gibt keine Zombies. Die werden nicht kommen. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die werden garantiert nicht da sein. Also Zombies noch nicht in 10 Jahren. Maria Sunriser schreibt, die Welt wird schlechter durch die Digitalisierung. Liebe Maria, das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, nee, ich verstehe es gar nicht sogar. Die Digitalisierung macht verdammt viel besser eigentlich. Es wird wesentlich weniger Post zum Beispiel von A nach B geschickt. Man ist viel, viel schneller unterwegs bei einigen Geschichten. Es ist eigentlich zum Beispiel auch bei so Videos und Musik, Qualität bleibt halten. Also ich verstehe das nicht so ganz, wie du das meinst, was du mit der Digitalisierung meinst. Du kannst natürlich gerne nochmal was sagen, was du da irgendwie intensiver möchtest, aber nee, ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, dass die Welt schlechter wird durch die Digitalisierung. Ich finde, sie wird besser. Die Frage ist nur, wenn Leute natürlich die Möglichkeiten, die man immer hat durch Internet und Co., wenn Leute die zum Beispiel missbrauchen, dann ist es schwierig. Das kann ich nachvollziehen. Meinst du das? Schreib's in die Kommentare. Percy schreibt, manchmal ist mir dieses ständig erreichbar sein der heutigen Welt zu viel. Manche gehen miteinander weg und anstatt sich ins Gesicht zu sehen und Spaß zu haben, starrt jeder auf sein Smartphone, um ja keine WhatsApp-Nachricht oder keinen FB-Status zu verpassen. Percy, das stimmt. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht gut und das stört mich tatsächlich auch. Und da gibt es aber eine schöne Möglichkeit, gerade beim Weggehen oder wenn man ins Restaurant geht oder in die Kneipe. Weißt du, was du machen kannst? Es gibt dieses herrliche Spiel vom Handyturm. Da legen alle Leute ihre Handys so übereinander auf einen Turm in die Mitte. Und derjenige, der zuerst zum Handy greift, der muss zahlen. Und zwar alles für alle. Glaub mir, niemand wird aufs Handy schauen und der Abend ist gerettet. Robert schreibt, er hofft, dass die Welt offener und toleranter und nachhaltiger ist. Hashtag that's it. Robert, ganz ehrlich, das hoffe ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Also es passiert hier ganz, ganz viel, wo die Menschen offener und toleranter werden. Und ich glaube, das nächste Ding wird tatsächlich zum Beispiel Legalisierung von Cannabis sein in Deutschland. Homo-Ehe, solche Themen. Das ist ja alles schon gekommen, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Es ist aber bloß immer schade, dass immer in dem Moment, wo auf der einen Seite etwas legalisiert wird oder etwas freier und toleranter betrachtet wird. In dem Moment kommen auf der anderen Seite dann immer so Hater auf und Gegner, die dann irgendwie sagen, das finde ich nicht cool und so. Das ist halt wirklich schwierig. Damit muss man immer sich auseinandersetzen. Aber ich glaube generell, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind und ich glaube auch tatsächlich, dass die Welt da toleranter sein wird. Jana Miller schreibt, die Welt wird sich immer schlechter entwickeln. Zu viel Internet. Die Jugend kratzt ab. Was ist mit euch los, Leute? Ihr seid alle voll gegen das Internet und gegen die ganzen Technologien, die mit dem Internet kommen, die eigentlich alle fantastisch sind. Und das Witzige ist, ihr schaut gerade YouTube im Internet. Ihr habt diese Kommentare übers Internet an mich überspielt. Was ist los? Warum? Was ist das Problem? Und warum kratzt die Jugend ab? Das Ding ist, das Internet ist nicht daran schuld. Das sind wir, die Menschen, was wir daraus machen, die sind daran schuld. Und
Das ist das eigentliche Problem, ne? Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren mein Sprachstudium gemacht habe und in Amerika sowie in Australien gelebt habe und in Japan wohne. Das wäre wirklich mein Traum. Trine, das finde ich geil. Also ich persönlich würde auch unbedingt gerne nach Japan gehen, beziehungsweise erstmal in die USA auf jeden Fall. Ich war schon mal in Japan und ich finde, Japan ist schon faszinierend. Wobei ich festgestellt habe, es ist so anders, dass es, glaube ich, total schwer ist, sich dort einzuleben und dort wirklich anzukommen und auch dort akzeptiert zu werden. Das ist wirklich ein Problem, aber grundsätzlich finde ich Japan schon sehr, sehr spannend und könnte mir da vorstellen, eine Weile zu leben. Bloß ich bin wirklich so weit davon entfernt. Allein schon wegen meiner Sprachkenntnisse. Ich kann nix. Ich kann wirklich kein bisschen Japanisch. Also das ist wirklich schwierig. Dann schon vielleicht eher in die USA, wenn man mich fragen würde. Ich glaube, ich wäre der Erste, der mitgeht. Es ist wahr. Ich wäre der Erste, der mitgeht in die USA. Sophia schreibt, der Klimawandel wird schlimmer, Tiere werden aussterben und in 10 Jahren benehmen sich jüngere Kinder, als wären sie Erwachsene. Aber ich wünsche mir, in 10 Jahren glücklich zu sein. Ich würde gerne Journalismus studieren und etwas dazu beitragen, dass unsere Welt nicht alles Schöne verliert. Sophia, ich finde dieses Vertrauen in den Journalismus gut. Ich finde das toll. So viele Leute heutzutage bashen und sagen Journalismus und die Medien sind an allem schuld, die berichten nur über Schlechtes. Das denkt sich ja niemand aus in den Medien. Es passiert ja leider wirklich. Das ist die Wahrheit. Und ich finde es einen schönen Ansatz, dass du sagst, ich möchte das Schöne bewahren. Das finde ich super. Das mag ich sehr. Ob da tatsächlich der Journalismus der richtige Weg ist, vielleicht sollst du in die Politik gehen. Aber ich finde es schön, dass du das machst und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Studium auf jeden Fall. Generell, was ist mit euch los, Leute? Ihr seid also verdammt negativ. Steffi schreibt, ich hoffe, die Welt wird besser, aber eigentlich ist es doch klar, dass sie schlechter wird, da immer bessere Erfindungen entdeckt werden und man bald gar nichts mehr machen muss. Die Menschheit wird immer fauler, leider. Man macht fast gar nichts mehr ohne ein elektrisches Gerät und generell ist halt alles echt blöd. Hab etwas Angst vor der Zukunft. Wahrscheinlich sind dann alle fett und können sich nicht mehr bewegen, weil Roboter was für sie machen. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wenn ich vor die Tür gehe, dann ist es tatsächlich so, liebe Steffi, dass überall Jogger sind und ich das Gefühl habe, dass dieser Fitnesswahn, würde ich es noch nicht nennen, aber schon dieser Trieb nach Fitness immer mehr wird. Also ich habe das Gefühl, dass, ja, du hast recht, es kommen immer mehr Erfindungen und natürlich wird immer alles ein bisschen einfacher gemacht und das ist aber auch Fortschritt. Das finde ich gut, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Fitnesswahn und diese Fitnessbewegung, jetzt habe ich das Wort, diese Fitnessbewegung immer mehr wird. Also bin da nicht so pessimistisch wie du. Ich weiß auch nicht, warum ihr alle so pessimistisch seid. Ihr seid krass pessimistisch. In 10 Jahren sieht die Welt so schlecht aus. Hey, come on, wir sind doch auch erst ein paar Jahre hier. Wir können da was dran ändern. Und das ist unsere Welt, die da schlechter wird, nicht die Welt von irgendwem anders. Ne? Also wir können da schon wirklich was dran ändern. Also lasst es uns gemeinsam machen. Ich finde das echt verrückt. Sarah schreibt, bei dem Schrott, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was unsere Politik heutzutage produziert, wird die Welt in 10 Jahren schlechter. In 10 Jahren hat jeder die Chance, Politiker zu werden. Ist ja heute schon fast so, leider. Das ist ja alles nicht so einfach mit dem Klimawandel, Aussterben von Tieren, 12-jährige Mädchen, die schon Mama und Papa nennen dürfen und. 10 Jahre, dritter Weltkrieg ist da. Sarah, das ist wirklich Schwarzmalerei. Wow, bist du pessimistisch. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass es nicht so wird, liebe Sarah. Und ganz ehrlich, hast du ja gerade gesagt, jeder kann Politiker werden. Ich würde eigentlich schon gerne irgendwann in die Politik gehen, aber weiß gerade überhaupt gar nicht, wie ich das machen sollte. Und ich würde sehr, sehr gerne in die Politik gehen und finde, dass es nicht so einfach ist, wie du gesagt hast. Also, dass jeder in die Politik gehen kann, ja klar, du kannst Mitglied in einer Partei werden, aber deshalb hast du noch längst nichts zu sagen. Also, kann ich dem nicht zustimmen. Grisha, finde ich, packt es perfekt zusammen am Ende. Sie schreibt, ich weiß nicht mal, was morgen ist und ich finde das auch gut so. Wisst ihr was? Ich bin so der Typ, der einfach in den Tag hineinlebt. Und ich mache mir mega wenig Gedanken über die Zukunft. Genau deshalb habe ich euch ja auch gefragt. Und ganz ehrlich, jetzt wo ich so höre, wie pessimistisch ihr seid, will ich da auch gar nicht in die Zukunft schauen. Ich will, dass es einfach so ist. Dennoch, packt mir mal in die Kommentare rein, was ihr von der Zukunft haltet. Denkt ihr, sie wird besser, sie wird schlechter? Denkt ihr, wir werden auf der Welt mehr Frieden haben oder dass es viel schwieriger wird? Oder gibt es tatsächlich Zombies? Wie realistisch ist das? Packt es in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da. Dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Und ihr könnt euch meinen Vlog ansehen, wo ich bei der Late Night Show von Jurassic Park war. Das Video gibt's hier. Und hier gibt es wiederum meinen Community-Vlog von letzter Woche. Also schaut euch noch ein paar Videos an. Und ansonsten diskutiert jetzt mit in den Kommentaren über die Zukunft. It's magic.